So, als nächstes haben wir hier den sogenannten Weblansteg. Den Weblansteg braucht man, um zum Beispiel die Fender an der Reling zu montieren. Fender, das sind die Gummipuffer, die aufpassen, dass das Schiff nicht zu doll an die Karde gedrückt wird. Der Weblansteg funktioniert wie folgt. Wir haben den Fender außenbords, gehen über die Reling, gehen einmal unter der Reling her, gehen dann über Kreuz, über das Tau, gehen noch einmal unter die Reling und gehen unter dem Tau wieder heraus und ziehen es dann fest. Das ist ein optimaler Knoten für Fender, zieht sich selber immer fest und erfüllt hervorragend seinen Zweck. Jetzt hat man die Situation, dass man bei einem Anlegemanöver oder beim Ablegen die Fender schnell wieder an Bord holen will oder umsetzen will. Dafür gibt es den genannten Weblansteg auf Slip. Das ist derselbe Anfang, Tau über die Reling, unter der Reling her, einmal über Kreuz und bevor wir unten durch das Loch wieder durchgehen, ziehen wir nicht das Ende des Taus, sondern eine Schlaufe hinaus. Somit haben wir denselben Effekt. Der Weblansteg kann sich selber festziehen und der Fender ist gesichert. Wenn wir den Fender schnell rausholen wollen, ziehen wir einfach an dem Tau und der Fender ist wieder frei. Also, Tau über Kreuz, unter der Reling her, Schlaufe durchziehen. Fender hält, am Ende des Taus ziehen, Fender ist wieder frei. In diesem Sinne, fleißig üben, denn Knoten sind nicht nur auf dem Schiff wichtig, sondern vielleicht auch mal im Hausgebrauch. Bis zum nächsten Mal und Aloha!